Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Ja, wir spielen Spec Ops The Line, einem Third-Person-Shooter aus dem Hause Jager, einem Entwicklerstudio aus Berlin, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wann das Spiel erschienen ist. Gibt's auf jeden Fall für PC, PlayStation 3 und Xbox. Ich spiele es auf dem PC, nur halt mit Xbox Gamepad. Und ja, man sieht hier nicht nur eine US-amerikanische Flagge im Bild, sondern man hat auch die schöne Hymne. Ja. Bitte einmal alle aufstehen, nein Quack. Nee, lassen wir das. Auf jeden Fall, das Spiel hat auch sicherlich keinen stumpfen Patriotismus zum Thema und zum Inhalt. Sonst wäre das Spiel nämlich wahrscheinlich eher so Durchschnitt. Ja, ich würde sagen, labe ich mal nicht lange um den heißen Brei herum, starte ich mal eine neue Kampagne. Und Moment, ich muss kurz noch was einstellen, fällt mir ein. Optionen. Zu dem Sound. Den muss ich noch ein bisschen leiser machen. Moment mal. Untertitel an, kann ich dann die Audiosprache wieder auf Englisch stellen? Das wäre toll, aber das lasse ich mal lieber. Ich weiß ja nicht, man handelt sich ja irgendwie mal als deutscher YouTuber Ärger ein, wenn man irgendwas auf Englisch macht. Finde ich auch irgendwie ganz komisch, aber ist egal, auf jeden Fall, deswegen lassen wir auf Deutsch. Und weiß ich nicht, dann sehe ich auch mal, wie die deutsche Synchron so ist. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt, auf Englisch. Da war es eigentlich, also konnte man über die Sprachausgabe gar nicht sagen. Also nichts Negatives, da war die Sprachausgabe wirklich rundum gelungen. Naja, steigen wir ins Spiel ein. Ja, ich hatte schon mal kurz angespielt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, es gibt vier Schwierigkeitsgrade. Einmal Strandspaziergang, das mache ich nicht, das ist zu easy. Ja, Selbstmordmission habe ich bei meinem ersten Playthrough gespielt. Also ich habe das Spiel einmal hier drauf durchgespielt. Und dann gibt es noch Fubar. Allerdings Fubar wirklich saumäßig schwer, das habe ich mal angespielt. Und ich würde aber fürs Let's Play einfach mal Kampfeinsatz wählen als Schwierigkeitsgrad. Und es wird jetzt auch direkt, es geht doch glaube ich direkt los. Mit der ersten tollen Sequenz. Übrigens noch kurz erwähnt, es gibt jetzt zwischendurch so Gespräche zwischen den Charakteren. Die werde ich zumindest am Anfang nicht so sehr überquatschen, weil die zum Teil gar nicht so unwichtig sind. Deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal etwas wenig rede in diesem Let's Play. Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Okay, dann geht's ja auch los. Wir dürfen hier erstmal Hubschrauber abschießen. Warum das Ganze, weiß man nicht, erfährt man allerdings noch später. Und so viel kann ich schon mal verraten, das ist nicht so wirklich der Anfang des Spiels. So. Ja, das Ganze wird sehr effektvoll inszeniert. Wer wir überhaupt sind, was wir hier machen und so weiter und so fort. Das wird alles noch erklärt, keine Sorge. Deswegen werde ich dazu jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Bringt das Ding denn nicht schneller? Alles, drückt auf! Mach ich doch! Das war zu knapp, Walker! Schalt den Kerl aus! Ja. Wir dürfen Hubschrauber abschießen. Ein tolles Gefühl. Im Namen der Freiheit. Oder auch nicht. Gott, wie viele sind das denn noch? Scheißegal, halt das Ding ruhig! So. Ja, die Sichtverhältnisse sind hier nicht so toll, wie ihr seht. Aber auch das hat eine ganz tolle Erklärung. Oh, ich sollte einmal durch dieses tolle Bürogebäude schießen. Zeitlupe, alles ist ganz langsam. Ja, wie ihr seht, es rumste schon ordentlich. Ich hoffe, der Sound passt so. Ich hoffe, es ist Sound laut genug, dass ich mich selber kaum noch höre. Wow. Ja. Das war der Prolog quasi. Oder der Anfang des Spiels. Aber wie ich schon sagte, das ist nicht wirklich der Anfang. Aber das sehen wir noch alles. Früher.
Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Ja, Spec Ops The Line. Ja, wie gesagt, also es kommen immer mal wieder Gespräche, auch zwischen den Charakteren, mit denen man unterwegs ist, vor. Ich werde jetzt nicht so übersprechen und die Charaktere da das Reden mal übernehmen lassen. Wenn ihr das anders haben wollt, wenn ihr meint, ich sollte mehr reden, dann sagt's, also schreibt's in die Kommentare. Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Ja, willkommen in Dubai. Ja, wie ihr das vielleicht auch schon angekündigt wurde im Prolog da. Okay, denkt daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, Entdeckung. Geht's hier um einen gewissen Colonel John Conrad, der versucht hatte, Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Dubai zu evakuieren, nein, denn okay. Dubai ist hier von Sandstürmen betroffen. Oder betroffen gewesen und ist jetzt so größtenteils von Sand bedeckt und nicht mehr bewohnbar. Naja. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Genau, wir suchen einen Weg nach unten und springen mal hier rüber. Aber das ist jetzt alles noch so ein bisschen Tutorial, da wird einem so die Steuerung gezeigt, was man wie machen kann. Das meiste ist auch eigentlich recht easy, also die Steuerung ist recht eingängig. Ist halt so gesehen typischer Third-Person-Shooter mit Deckungssystem und so weiter. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Und ja. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Genau. Und ja. Hey, habt ihr das gehört? Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Oh, schwören, ich eine Leiche. Kommt, war mir aufgefallen. Ja, auf jeden Fall spielen wir halt Captain Martin Walker, Anführer dieses Deltas Special Forces Squads, die hier halt gucken sollen, was hier in Dubai abgeht. Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir.
Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Ja, wir... Ich habe so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy... Suchen wir nach Überlebenden. Hier scheint es zu sein. Falls es mal welche gibt. 18 Kilometer außerhalb ja, das von ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Ja, wir werden es sagen. Wow. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Ja. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markafmel sind am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Booster? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Ja. Oh. Nein. Ah, du bist tot? Was? So schnell? Oh, ich habe die Knöpfe verwechselt. Sorry. Ja. So schnell kann es gehen. Auf die Namens. Ja. Oh, Scheiße. Wir überspringen mal die Sequenz. Wir suchen nach Überlebenden. Und hauen den Sand mal direkt da raus. Das Gespräch musste man jetzt auch nicht zu Ende führen. Verdammte sind die Kerle. Flüchtlinge, Überlebende des Sturms. Genau, und wir müssen halt irgendwie in Erfahrung bringen, was mit der 33. die von Colonel John Conrad kommandiert wurde, passiert ist. So, ja, Feind ausgeschaltet. So, mit X laden wir nach. Und ja, wie ihr seht, das ist ein normaler Deckungsshooter. Wow. Okay, ja. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal hier rüber. Und Lugo und Adams sind uns schon voraus. Ich muss nochmal mit der Steuerung irgendwie zurechtkommen. Ist schon was länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, und wir können unseren Squad-Mitgliedern auch Befehle geben. Zum Beispiel, dass Lugo sich hier... Lugo ist der Scharfschütze der Einheit. Und er kann auch Gegner auf große Entfernung aus dem Verkehr ziehen. So. Wir rennen weiter. Suchen die nächste Deckung. Wow. Mann, ich die Schwierigkeit aus Versehen doch auf hochgestellt gehabt? Naja, ja, wir können nachladen, wir haben zwei Waffen, ja, wir haben noch eine Pistole und halt dieses M4A1, was wahrscheinlich nur zu bekannt ist aus dem Spiel Counter-Strike. Genau, zack, wir können auch im Nahkampf, ja, wir können sogar Gegner exekutieren, das immer sehr brutal in Szene gesetzt ist. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ja. Das denken viele immer. Was war denn das?
Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrols. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße, Marston hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Ja, anscheinend gibt's hier noch andere amerikanische Überlebende. So. Oh. Puh. Also irgendwie kriegt man hier doch sehr viel Schaden. Wir müssen das MG ausschalten. Locke, wir sitzen fest. Umgeh das MG und schalt es aus. Schalt das MG aus. Ja, ist ja gut, sehr gut. Erstmal brauche ich wieder AP. So, das war ein astraler Kopfschuss. Ja, Kopfschüsse sind hier eigentlich so gut wie immer tödlich. Und ja, wie ihr seht, es kommen jede Menge Gegner. Was? Der hat mich gerade als Hurensohn beschimpft? Was ist das denn? So, wir sprinten mal weiter zum nächsten Ziel. Ja, wie gesagt, anscheinend gibt es hier noch amerikanische Überlebende. Und ja, mal gucken. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Ja. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Genau, es gibt doch Schalldämpfer. Den können wir ja aufschrauben. Und dann können wir ja ein bisschen lautloser töten. Allerdings muss ich sagen, das ist ein Spielelement, was keine immense Wichtigkeit hat. Oh, und jetzt wurden wir entdeckt. Auf uns wird auf jeden Fall geschossen. Wow. Okay. So. Gehen wir ja in die nächste Deckung. Oh, Schrotflinten sind immer doof. Boah. Der kommt hier nicht rum. Wow. Wie ihr seht, ist es ein ganz normales Auto-Heal-Game, wie das heute ja Standard ist. Wobei ich da sagen muss, ich finde diese Mechanik nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also, ist natürlich vollkommen unrealistisch. Aber... Oh, mehr Gegner. Aber ja. Naja, und ihr fragt euch jetzt auch sicher, was dieses Spiel so besonders macht, im Vergleich zu anderen Shootern dieser Art. Das werden wir noch sehen. Da kann ich euch nur empfehlen, da dran zu bleiben und das euch anzugucken, wenn ihr es nicht selber spielen wollt. Es ist auf jeden Fall einiges anders und das Spiel macht auf jeden Fall die Handlung auf jeden Fall besonders im Vergleich zu anderen Shootern. So, jetzt müssen wir ins Flugzeug rein. Okay. Oh. Wow. Das war knapp. Da wäre ich fast krepiert. Wow. Ja, das Spiel, also es geht hier ziemlich brutal zur Sache. Diese Gewalt, das Spiel ist übrigens ungeschnitten in Deutschland erschienen. Aber diese Gewalt erfüllt eine sehr bestimmte Funktion, das wird sich aber später noch offenbaren. Denn dieses Spiel hebt sich doch deutlich ab von den 0815 Militär-Shootern, die man so kennt. Auch wenn es erstmal genauso 0815 anfängt. Man spielt hier
Elite-Einheit oder Elite-Soldaten. So. Ja. Scheiße, eine Geiselnahme. Ruhig, lassen Sie ihn gehen. Schnell jetzt, Walker. Mach was. Ja, wir können einfach schnell alle töten. Genau, das können wir machen. Das sind nämlich die US-Soldaten, die wir über Funk kennengelernt haben. Ja, mal gucken. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Ja, das werden wir sehr bald herausfinden. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Genau. Diesen Spuren folgen wir jetzt auf jeden Fall. Ins nächste Level. Ich glaube, das war schon das erste Level. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Genau. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet. Begib dich zum Nest. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, genau, Kapitel 2, die Düne, beende ich den ersten Part mal. Ja, lasst mir doch Feedback da. Ich freue mich immer auf Kommentare und sonst was. Beantworte diese auch sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen habt. Und würde mich freuen, wenn ihr was, vor allem was dazu schreibt, ob ich die Gespräche jetzt überreden soll oder nicht. Ja, und sagt dann mal, bis zum nächsten Mal bei Spec Ops.